So, und da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Ja, wir sind mitten in der Hauptmission und haben gerade den Monolithenschatz ausgegraben und wieder auf dem Weg zu unserer jungen Dame, die auf uns wartet. Wenn ihr rechts oben seht, einen Bildfehler, den habe ich auch. Also, ich weiß nicht, woran das liegt. Liegt das an der, nicht an der Grafik? Ja, warte mal. Ihr seht die Steam-Überfläche übrigens nicht mehr. Das haben die anscheinend rausgepatcht. Finde ich cool. Ah, machen wir alles. So, okay, jetzt habe ich es mal rausgemacht. Ja, ist immer noch da. Ich habe absolut keine Ahnung, woran das liegt. Kann ich mir die FPS auch wieder anzeigen, weil, ne, ich mag das schon, wenn ich das sehe. Genau. So. Mir sieht es immer noch nicht. Hier waren wir. Hier haben wir das Ding gemacht. Und, wollt ihr so wackeln? Boah, wird schon schief gehen, nicht? Die sieht safe aus. Oh Gott, kriegst du das Kotzen? Ich glaube, das war's. Gehen wir. Gehen wir. So, dann drück mir den Stein mal auf die Seite. Oh, das ist belastend. Verdammt. Gibt's einen anderen Ausweg? Bestimmt gibt's einen anderen Ausweg. Wir sind bei Shadow of the Tomb Raider. Ah, sexy. Nimm den Schlüssel. Der Schlüssel. Komm, ich will dir etwas zeigen. Im Einheitslook. Die Sonnenfinsternis kommt. Wenn es soweit ist, muss die Schatulle geöffnet werden. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Das Volk ist Paititi. Wir können nur durch unseren gemeinsamen Willen überleben. Wenn Amaru Paititi nach seinem Willen neu erschaffen will, würde er es zerstören. Ja. Es gibt viele Bedrohungen von außen. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens. Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Das weiß ich nicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Wir müssen gehen. Was ist das Purpurfeuer? Es ist mein Schicksal. Der Legende nach wurden der Schlüssel von Chuck Chell und die Schatulle von X-Chell im Himmel geschmiedet, um einem einzigen Zweck zu dienen. Die Sonne zu zerstören und wiederherzustellen. Das Ritual kann nur während einer Eklipse vollzogen werden. Sobald es abgeschlossen ist, trägt der erwählte Avatar die Macht der Sonne in sich. Nachdem er somit zu Kukulkan, dem Gott der Schöpfung, geworden ist, muss er diese Macht opfern und freisetzen, um die Sonne wiederherzustellen. Allerdings verlockt die Schatulle die Leute mit Visionen einer idealisierten Welt, die sie mit dieser Macht erschaffen könnten. Eine ihrem eigenen Geist entsprungene Fantasie, eine vollkommen neue Realität, deren Preis die Zerstörung der jetzigen Welt ist. Das ist ein hoher Preis, würde ich sagen. Es hat was mit Kukulkans Opfer zu tun. Suche deinen Spiegel, wenn das Purpurfeuer qualmt. Es ist mächtig und macht dich verantwortlich. Mehr weiß ich nicht. Finden diese Kreaturen auch mal den Weg hier rein? Kreaturen? Sie greifen an. In den Höhlen bei Paititi haben sie gegen Trinity gekämpft. Und an dem Altar mit der Schatulle haben sie mich attackiert. Meinst du die Yaxil? Yaxil? Sie waren groß und schnell. Hungrig. Fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen. Sie sind mehr als das. Ja, und was genau? Okay, dann... Der Schlüssel von vorhin müsste passen. Da
dann probieren wir den Schlüssel mal aus. Fällt keinem auf, wenn er auf einmal die Tür aufgeht, bestimmt. Geht sie wieder zu? Lässt sie uns zurück? Oder geht sie jetzt zu, wenn wir drin sind und das Spiel vorbei? Hoffen wir mal, dass wir den... Was geschah mit den Jaxil? Da gibt's viele Legenden. Es ist lang her. Aber Paititi verdankt ihnen seine Sicherheit. Sie beschützen? Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht ist. Aber im Grunde tun sie das, ja. Greifen sie denn nie die Stadt an? Nein. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Nicht unvorbereitet und mit Gefahr für die Schatulle. Der Krieger, der geopfert wird, würde lieber sterben. Moin. Darf ich wieder dazu? Moin, hi. Bleib bei mir und tu's mir nach. Die Menge könnte aufbegehren. Hier lang. Junkinesh, Muchkilich, Oldonich. Die unsere Sicherheit und unser Leben bedrohen. Ihre Anführerin, Unuratu, eure Königin, ist in meiner Gewalt. Aber sie ist noch nicht verloren. Der Scheinsichtiger ist. Bieten wir Kukulkan ein Opfer dar. Als Bitte um Schutz. Komm, vor der nahen Sonnenfinsternis. Dieses Opfer ist für den Rebellen die Erlösung. Mögen die übrigen auch das Licht erblicken. Amaru sprach von einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. Oh. Da liegen schon ein paar Mittel zum Zweck, würde ich sagen. Scheint ja wenig mit Gewalt zu tun zu haben, auf jeden Fall. Glauben all diese Leute? Sie haben Angst. Und das mit gutem Grund. Okay. Hat man die Frage tatsächlich beantwortet? Wir sind gleich da. Das Grab ist hinter der Tür. Mal schauen, ob die Situation eskaliert, bevor wir da sind. Ich hab da so eine Ahnung. Komm. Schulz' Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Das passiert. Ja, Skills, von denen sie keine Ahnung hatte. Was finden wir hier wohl? Das Grab ist da oben. Oh. Auf der Statue. Ich passe aufs Tor auf. Dauert nicht lang. Frage, warum schleichen wir hier überhaupt... Das Kaisergrab ist in der Nähe. Wir sind am Fluss, bereit, dich und Unuratu rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid. Warum schleichen wir hier rein? Wir sind sogar reingelassen worden. Das Ding brennt doch sehr viel. Natürlich brennt das. Okay, hatten wir hier nicht mal gekämpft? Ich meine, da war was. Oh, was ist denn das? Rauchbomben. Warum... Ich will gar nicht wissen, warum ich theoretisch Rauchbomben herstellen kann. Okay. Ja, ich muss da hoch, das habe ich schon gesehen. Ah, komm. Naja. Gehen wir mal darüber. Und ruf da. Und ruf. Sehr gut. Dann darüber. Musst du da hoch? Schaust da so hoch. Also, genau. Jetzt wolltest du da hochspringen.
Und ja. Boah, was für ein Ausblick. Gut, wie komme ich rein? Warte, hier mal, ne? Wow. Schöner Ausblick auf jeden Fall mal. Doch, schöne Landschaft, ne? Hier müssen wir posen fürs Thumbnail. Hackenaxt, verständlich. Machen wir natürlich. Wenn ich was kann, dann ist es die Hackenaxt verwenden. Die letzte Folge hat das ja richtig gezeigt. Okay, wenn wir so hochgehen, ist auch okay für mich. Sieht aus wie mein Eingang. Ja, müssten sie nur noch drüber schreiben, ne? Mein Eingang. Ach ja. Dafür habe ich nicht genug Platz. Schade. Lara, wo bist du? Im Kaisergrab. Gleich habe ich, was wir brauchen. Wir sind bereit. Was mit dir? Jemand hält die Feuer am Brennen. Diese Person wird verehrt. Das sind einige von denen. Diese Stucktafeln sind voller Symbolik. So, was hast du mitzuteilen? Der Altar ist gewaltig. Das muss ein wichtiger Herrscher gewesen sein. Der Boden sieht sehr instabil aus. Ah, Loot. Nicht übersehen, auf keinen Fall. Oh, noch mehr Loot. Und wir gehen rein. Und bleiben drin. Wisst ihr Bescheid? Erstmal looten. Das ist eine sehr schöne Maske. Der Inka-Einfluss ist unverwechselbar. Ja, hätte ich auch erkannt, auf jeden Fall. Das Grab des letzten Herrschers. Der Kult muss nach seinem Tod gegründet worden sein. Okay, die Eklipse und der Reiher. Was habe ich übersehen? Moment. Hat Lopez das hinterlassen? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der... Wir werden angegriffen. Hier ist sie! Ah! Willst du runterjumpen? Ja, natürlich will sie runterjumpen. Das habe ich doch schon gesehen. Gott sei Dank war der tief genug, ne? Das hätte schon sehr unangenehm werden können. So, beeil dich, Mädchen. Wir haben hier ein bisschen was zu tun. Nein! Hier ist Commander Rogue. Wir haben eine Spur zur Schatulle. Schickt ein Team für Croft. Honoratu! Nein! Gib das hier Ätzli. Er ist der rechtmäßige Erbe. Er muss jetzt bei Titi führen. Er ist noch jung, aber sehr stark. Sein Wesen ist so edel wie sein Blut. Geh nicht, rede weiter mit mir. Vergiss nicht die Versuchung der Schatulle. Widerstehe. Wir alle erschaffen unser Schicksal.
werde dich nicht enttäuschen. Werden wir nicht. Ja, ich glaube, wir sollten los. Ein Hinweis darauf, wohin Lopez die Schatulle gebracht hat. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. So, so. Und jetzt ist sie tot. Und wir sind hier. Du siehst mich doch nicht, ne? Ach, die sieht mich bestimmt nicht. Die haben mich gesehen. Dann Molly reinschmeißt. Okay. Hä? Was ist mit der Grafik heute los? Übrigens, es gab tatsächlich, das könnte vielleicht daran liegen, es gab für Shadow of the Tomb Raider nochmal ein Update. Alles klar, das müssen wir anders sehen. Das Update soll für Raytracing bzw. DLSS verbessern. Okay, ich sollte mich vielleicht mal drauf konzentrieren, aber irgendwie, ich bin noch so geistig nicht so anwesend, weil wegen unsere Freundin gerade ein Level-Up gegeben hat. Was soll denn das? Als ob du einen scheiß Helm hast. Kämpfen solchen Spielen. Wozu denn? Hä? Okay, das läuft ja mal abartig scheiße gerade. Was ist denn das? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Alter, als ob ich mal so einen Millimeter drüber ziehe. Danke. Wusste besser. Vier ist das.
MC. Du tust mich hier einfach nicht. Und dann. Ich glaube nicht, ne? Das war's jetzt. Boah, wir kriegen richtig viel Zeugs. Gut, ich meine, es muss sich auch lohnen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alter. Ja, ein paar Pillen haben wir noch. Ich bin auch mal gespannt, wie das sich jetzt verhält mit den Aufnahmen hier. Weil die Dead by Daylight folgen. Man hört es auch wahrscheinlich am Mikrofon. Haben schon mitgekriegt, dass ich umgezogen bin. Und hier habe ich leider nicht unbedingt die Option, mein Standmikrofon zu verwenden. Daher. Dafür habe ich nicht genug Platz. Dafür hat sie nicht genug Platz. Daher verwende ich das Headset-Mikrofon. Das Mischpult zwar, aber ne? Mal schauen, so muss ich jetzt lang, da muss ich lang. Und mein Internet hier ist leider sehr begrenzt im Vergleich zu vorher. Sprich, ich habe nicht unbedingt die Option hochzuladen. Also das quatsche ich mal noch, sonst vergesse ich es komplett, was zu sagen. Dementsprechend kann es sein, dass es weniger Folgen geben wird. Muss halt jetzt schauen, also mein Datenvolumen ist jetzt schon durch für den Monat. Ich habe dann begrenzte Geschwindigkeit, wie beim Handy-Tarif halt so, oder Prepaid-Tarif, sowas. Und, ja, also hochladen könnte sehr lange dauern jetzt. Ich muss sie ausprobieren, habe ich noch nicht getestet. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und wir gehen weiter. Jonah, wo bist du? Ich bin unten beim Anleger. Ich sehe dich. Hey, kann sofort losgehen. Bin unterwegs. Schick. Wo ist Unuratu? Es war ein Hinterhalt. Sie starb im Kampf gegen Trinity. Oh nein. Ja. Wo ist meine Mutter? Deine Mutter. Sie hat hart gekämpft. Aber das ist das Anführeramulett. Jetzt bist du der Anführer. Sie war eine Kriegerin. Die Sonnenfinsternis naht. Wenn wir die Sonne nicht wiederherstellen... Ich finde die Schatulle. Der Kult von Kukulkan kriegt sie auf keinen Fall. Beginnt mit den Vorbereitungen für die Grabkammer. Königin Unuratu lebt weiter. In uns. Uchu, hilf ihm mit dem Boot. Wir bereiten uns auf den Kampf vor. Die Rebellion muss siegen. Wir kommen zurück. Mit der Schatulle. Der hat es ja ziemlich gut aufgefasst. Viel Erfolg. Wenn ihr zurückkehrt, sind wir bereit. Das Wasser im Boot. Und was jetzt? Wir fahren zurück nach Kuwagyaku und sehen dann, wie es weitergeht. Entschuldigung, das Wasser im Boot drin. Klopft wieder jemand.
All das für ein weiteres Rätsel. Und was stand da? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Tja, ist besser als nichts. Vermutlich, ja. Wir müssen die Schatulle finden, dann war's das endlich. Was ist das? Das ist belastend.